Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich glaube, wir sind letztens stehen geblieben, als wir die Kühe gefunden haben. Und die Frage ist halt, was machen wir jetzt? Also ich bin ja heute wieder alleine und ja, das heißt, ich kann mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren und ein bisschen ordentlich arbeiten. Wir haben hier Kühe gefunden. Das heißt, wir können die entweder hier züchten oder zu uns bringen. Das Problem ist halt, die Hühner sind ja noch bei uns. Also dort, oh, das wollte ich nicht, dort, wo ich anfangs war. Und rein theoretisch, ich weiß nicht, das ist glaube ich ein bisschen kompliziert. Ich bin gerade bei minus 600, 900. Home war minus 600, 300. Also ich müsste 600 Blöcke hin und her laufen, wenn ich die Kühe irgendwie bei mir haben will. Ist glaube ich nicht unbedingt so optimal. Das heißt, ich werde hier glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube ich müsste die Kühe einfach hier lassen und die ab und zu mal Futter kommen oder sowas. Weil Kühe 600 Blöcke weit zu ziehen, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass die nächsten 4-5 Folgen nur noch aus Kühe verfolgen bzw. Kühe ziehen besteht. Und das wollen wir ja alle nicht. Das geht mir bestimmt auch voll auf den Sack und das gefällt euch bestimmt nicht so sehr, wenn die nächsten paar Folgen einfach nur aus Kühe ziehen besteht. Das heißt, ich werde jetzt einfach versuchen, hier ein kleines Gehege zu machen, damit die Kühe hier schön wachsen können und nicht unbedingt sterben. Das heißt, wir werden hier erstmal ein bisschen Holz brauchen, dies, das. Zack. Das ging so, ne? Ja. Ne, du bist gar nicht. Stickies, genau. Stickies brauchen wir ja. So, genau. 20, ja, wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber fürs Erste sollte es dennoch reichen. Oh, ich muss auch mal bald zurück. Und ich habe nichts da, um die Kühe anzulocken. Verdammt. Versuchen wir es trotzdem. Aber ich brauche noch viel mehr Holz. Ich habe eine Axt. Wieso fällt mir das jetzt auf? Verdammt. Schlaumeier. Das heißt, wir können uns noch ein bisschen schneller mehr Holz holen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja eine Eisenaxt. Sollte also relativ schnell gehen. Ah, jetzt läuft es auch ordentlich mit den FPS-Zahlen. Gerade 40 FPS ist auch wunderschön. Boah, aber ich schwör's euch, Java ist ja echt krass, ey. Und es kommt wirklich stark darauf an, wo man hinguckt. Wenn ich zum Beispiel hier hingucke, habe ich über 50 FPS mit Aufnahme, das ist bewundernswert. Wenn ich hier das abbaue, habe ich nur noch 40 FPS. Und jetzt habe ich wieder 50. Und hier habe ich auch nur wieder 40. Na, was geht? Kein Schaden gemacht. Ist das nicht gut? Ja, das ist gut. Da ist mein Workbench. Ne, wo ist. Ich habe mein Workbench hier sogar mitgenommen. Das ist ja cool. Zack, 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 zack. Zack. Machen wir noch ein bisschen mehr Holz. Machen den hier. Und machen den hier, damit wir mal wieder einen Slot Platz frei haben. Ist ja ätzend, wenn man da die ganze Zeit irgendwie nicht so viel Platz hat im Inventar. Willst du bitte da reingehen, du Kuh? Du Kuh. Das ist eine voll fette Beleidigung für die bestimmt. Du, geh mal bitte da rein. Geh, geh, hopp. Nee, du gehst jetzt nicht mehr raus. Danke. Bauen wir das mal ganz zu. Machen hier wieder ein Loch rein. Und schubsen den jetzt hier durch. Komm, geh schon. Nein, du kommst jetzt nicht raus. Ach, come on. Ah, verdammt. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach erstmal nach Hause. Weil ich dann sowieso Weizen holen kann. Und ich würde mit denen sowieso nichts viel machen. Das heißt, also, na, ich kann ja mit denen jetzt nichts machen. Dass ich jetzt irgendwann wieder zurückkomme und die füttern will, kann ich ja jetzt dann auch noch da reinlocken. Ist ja kein Problem so an sich. Ich muss da lang. Krass lange da lang. Ich könnte mir rein theoretisch auch Schienen bauen oder sowas. Wobei ich glaube, das würde dann wieder zu viel Zeitaufwand bedeuten. Weil ich will ja halt so effektiv wie möglich arbeiten, sozusagen. Und wir brauchen immer noch sehr viele Dinge. Jetzt waren da wieder Frames-Einbrüche. Kann man hier irgendwie super gut wegkommen? Oh, fuck.
scheinbar nicht so gut. Besonders nicht, wenn man so nicht so die mega Jump and Run Skills hat wie ich. Dann wird es ein bisschen schwerer. Ui, da ist viel Eis. Ja, schön. Mach Kabums. Oh, Eis ist ja auch so ein Ding, da gleitet man gerne mal rüber. Aber ich glaube, auf Eis ist man schneller. Zwei Endermänner. Der eine ignoriert das ganz einfach, während ich dein Freundchen schlage. Aua, aua, aua. Hier sind krass viele Hühner. Töten? Zu mir nehmen? Alter, hier sind krass viele Hühner. Boah, die würde ich ja schon gerne zu mir locken. Minus 600, 670. Also minus 670, 670 sozusagen sind die. Schreibe ich mal kurz auf. Hühner minus 670. 670. So. Gut. Ups. Und dann gehen wir weiter ertauben. Hier ist eine Schlucht. Ich glaube, hier war ich aber schon mal, oder? War das diese Schlucht? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich habe keinen Wassereimer, verdammt. Das wäre also nicht so optimal, wenn ich hier runterfallen würde. Oh, du bist ja hier. Cool. Tschö. Springt einfach mit mir runter. Unglaublich. Die denken auch, die können sich alle erlauben, nur weil die ein bisschen OP sind. Ins Wasser springen wir vielleicht ganz schlau jetzt so. Oder einfach hierhin, genau so geplant. Ich wollte ja eigentlich ertauben, ne? Aber irgendwie habe ich jetzt doch das Bedürfnis, hier ein bisschen zu farmen. Weil hier ja scheinbar sogar ein paar Sachen sind, wie auch immer. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen farmen. Bisschen was essen zuvor. Damit wir auch wieder Leben regenerieren. Wobei ich glaube, bei einem fehlende Keule regeneriert man auch Leben, oder? Wobei ich es halt nicht weiß, ne? Oh, hier geht's tiefer runter. Je tiefer, je besser. Oh, das ist ein Minensystem. Das ist auch cool. Ja, hier verlaufe ich mich immer. Aber das ist nicht schlimm. Weil, naja, es ist halt Minecraft. Ich habe ja die Koordinaten, wo ich wohne und so, dies, das ist alles easy. Also, wenn ich mich verlaufe, grabe ich mich aber nach oben und dann weiß ich wieder alles. Ist hier irgendwie eine Fackel? Ja, da. Jetzt nicht mehr. Gehört jetzt mir. Ich bin ein Fackelklauer. Oh ja. Hier ist nix. Das habe ich ja sogar gerade selber ausgegraben, ich Idiot. Melonsamen. Warum Melonsamen so an sich? Ich glaube, damit kann man sich Nachtsichttränke machen. Ne, mit Karotten kann man sich. Was könnte man nochmal aus Melonen machen? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich glaube, nichts so Besonderes. Weil sonst wüsste ich es. Wahrscheinlich. Das sieht hier ein bisschen zersprengt aus. Aua. Na, 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 na. Wieso sieht es hier so? Oder falsch generiert aus, wie auch immer. Zersprengt ist das ja nicht. Weil das rein theoretisch nicht möglich wäre, glaube ich. Weil hier ja keine anderen Spieler sind, die irgendwie Creepers anlocken könnten. Durchaus eine große verzweigte Minenschacht. Tja. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nicht getroffen. Oh, da war noch einer. Oh ja. Alle erstmal töten. Oh, da ist ein Creeper. Tschüss. Einfach Creeper einem den Job nehmen lassen. Machen lassen oder wie auch immer. Heute ist übrigens, naja, in China. Voll cool, oder? Das heißt, wir werden gleich zu meinem Opa gehen und dort ordentlich Fett essen. Wie immer, wenn wir zu unserer Opa gehen. Zu meinem Opa, wie auch immer. Ich habe ja noch eine Schwester, falls ihr das nicht wisst, solltet ihr aber wahrscheinlich. Denn die war auch schon ab und zu mal in meine Videos und auch ab und zu mal allgemein in meine Videos oder halt, ja, ich war auch schon mal öfters mal in ihre Videos. Idiot!
Lol. Ist sogar noch explodiert, obwohl ich zu weit weg war. Was ist denn da los? Ich glaube, das ist wahrscheinlich Skype. Ich habe nämlich hier auf meinem Computer Skype ausgeschaltet, weil Skype ja auch durchaus Speicher schluckt und ich wollte mal endlich ruckelfrei Minecraft aufnehmen können. Ist ja jetzt nicht so stark berauschend, so dass man sogar Skype schließen muss, damit man wirklich alles aus hat, um perfekte Leistungen für Minecraft zu haben, was ja leicht lächerlich ist. Aber es ist tatsächlich so. Ich wollte eigentlich 15 Minuten aufnehmen. Ich habe das Gefühl, dass ich schon drüber bin. Nee, bin ich gar nicht. Ich bin gerade mal bei 10 Minuten. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben in 10 Minuten schon etwas geschafft durchaus. Wir haben eine Mine gefunden und Eisen und Gold und, naja, okay, kein Gold. Stattdessen Kohle gefahren. Kohle ist ja auch eine Menge wert, ne? Wir haben ja nicht genug davon oder so. Obwohl, wir haben nicht mehr wirklich genug davon. Und außerdem sage ich, glaube ich, irgendwie zu oft obwohl. Zumindest in diesem Part. Normalerweise glaube ich gar nicht so sehr. Ich sage auch zu oft, glaube ich. Ich sage auch zu oft, ich glaube. Und ich sage auch zu oft, ich sage zu oft. Versteht ihr? Voll kompliziert, ne? Eigentlich so an sich. Aber naja. Oh. Gold, Brot, Spitzhacke. Nehmen wir mit. Ist ja umsonst, ne? Umsonst ist immer gut. Oh, hier geht es runter. Das ist auch schön. So. Nehmen wir Eisen natürlich. Ja, super. Geht sehr tief runter, wie man sehen kann. Nicht. Brot essen wir mal. Zack. Guten Hunger. Euch allen, die jetzt gerade essen. Was wahrscheinlich niemand isst, oder? Ich habe keine Ahnung. Da. So. Eisen. Nehmen wir gerne mit, weil wir waren ja in den letzten paar Parts sehr verschwenderisch mit Eisen. Sehr krass verschwenderisch. Oh, da war Gold. Das habe ich nicht übersehen, obwohl ich nur ganz minimal kurz was Goldenes oder Gelbes gesehen habe. War sogar eine Menge Gold. Das ist natürlich schön. So. Fackel natürlich immer schön setzen. Da ist auch noch Eisen. Kohle. Sticky. Zack. Noch ein bisschen Kohle. Zack. Zepplinge können wir wegschmeißen. Zepplinge, Augen. Ja. Weil wir brauchen ja immer schon Platz. Irgendwann mal habe ich halt volle Inventar und dann merke ich das nicht und dann lasse ich Gold oder Eisen oder Diamanten da liegen und habe dafür Zepplinge mit. Das wäre, glaube ich, nicht so optimal. Nee. Von daher schmeißen wir das lieber jetzt schon mal raus, auch wenn unser Inventar noch nicht so voll ist, dass wir nichts mehr einsammeln können. Aber sicherheitshalber machen wir das halt so. Habe ich die Sachen? Ja, ich habe die Sachen. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe die gar nicht eingesammelt. Das heißt, ich würde schon aufpassen, dass ich nicht drauf trete, damit ich das nicht einsammeln muss, weil sonst muss ich das ja wieder rausschmeißen und das wäre wieder Zeitverschwendung. Und Zeitverschwendung ist für uns nicht gut. Denn wir haben einen straffen Zeitplan. Wir waren ja irgendwie, naja, maximal so, ich denke mal maximal 100 Folgen. Sollte ich brauchen, maximal, bis ich den Spaß getötet habe. Ja, den Spaß. Wie Zombies. Kann auch nichts. Hier geht's lang, hier geht's aber auch lang. Aber hier geht's, glaube ich, nicht so cool lang. Hier geht's viel cooler lang. So. Ach. Verpisst euch doch mal bitte. Ich habe kein Wasser dabei, ne? Nee. Problematisch, du. Solange kein Skelett kommt, ist alles noch easy. Ja, genau das wollte ich. War hier nicht irgendwo Gold? Doch, genau hier. Zack. Gold wollen wir noch nicht haben. Ja, ich sehe keine Diamanten. Welche Ebene sind wir denn gerade? 15. Ist doch cool. 15 ist eine gute Ebene. Geh ins Lava. Die. Zombie. Ich habe ihn sogar extra nicht mit dem Schwert geschlagen, weil der sonst gestorben wäre wahrscheinlich. Oder maximal noch ein Hit. Ich wollte ihn schön in den Lava schmoren lassen, weil der mich einfach hinterhältig angreifen wollte. Aber ich bin so pro-mäßig. Ich habe es gehört, umgedreht und umgenietet. Oh yeah. Schmor in der Hölle oder in Lava oder ne. Beides letztendlich. Weil Zombies sind, glaube ich, nicht unbedingt so die nettesten, die fressen ja gerne.